Hallihallo meine Lieben, ich habe heute mal wieder ein neues Video für euch und zwar habe ich mir jetzt etwas spät, ich bin irgendwie nicht so mitgekommen, das irgendwie nicht so mitgekriegt, Washi-Tape gekauft. Aus dem Müller habe ich das jetzt geholt und zwar habe ich bis jetzt nur diese 4 Stück, also 3 so größere, ganz normal wie so Tesa und ein so ein extrem klein dünnes, ja. Und ja, ich wollte euch einfach mal so ein paar Sachen zeigen, die man damit machen kann. Schaut einfach zu. So, die erste Idee ist der Bleistift und zwar habe ich da schon angefangen, wie ihr sehen könnt. Und habe mir jetzt auch hier hinten schon ein paar Schnitte vorgemacht und ja, dann überklebt ihr das einfach. Ich habe das unten jetzt noch nicht gemacht, weil da unten halte ich es ja fest und ja. So, das zweite, den Spitzer von mir. Da mache ich auch einfach 2 verschiedene dran. Euch haben meine Ideen gefallen. Ich habe mir natürlich ein paar auch abgeguckt, weil mir so viel auch nicht eingefallen ist. Und ich wollte euch jetzt auch nicht jedes einzeln zeigen. Deswegen habe ich jetzt auch manche einfach nur fotografiert, die ich halt schon mal gemacht habe. Und ja, dann wollte ich euch noch ganz kurz, da wir dann sowieso, jetzt kommt meine Katze, bei Schulsachen oder so, Entschuldigung, bei Schulsachen sind und sowas, nur ganz kurz noch so einen kleinen Tipp zeigen, weil ich euch ja auch meine Blöcke gezeigt habe, wie ich die gemacht habe. Und zwar habe ich hier jetzt so einen, ich habe so einen Schulkalender von meiner Schule bekommen und der war total hässlich. Deswegen habe ich da einfach nur kariertes Papier drauf geklebt. Und wie ihr seht, habe ich jetzt noch nicht ziemlich viel angefangen, aber da kann man halt so richtig schön dann in einem langweiliges drauf malen und verschönern dann sozusagen gerade seinen Heft, Blog, was auch immer. Ja, das war eigentlich nur kurz das Anliegen von mir. Und ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ich
wie immer, lasst es einfach. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!